So. Nächster Versuch, Leute. Na komm schon. Ja, ich glaube, der erste Versuch wird gleich wieder hin sein. Ja, so ein Rumgespamme hier. Ja, verzieh dich doch einfach. Hab's doch vorhin so gut hingekriegt. Warum jetzt nicht? Ja, darauf stehe ich, ey, wirklich. So, jetzt sind wir bei der Stelle wieder. Oh Mann. So, jetzt unbedingt das Fleisch holen. Da braucht man nicht hin. Ja, genau. Ja. Ich hasse diese Gegner einfach. Das kannst du klinken, Freundchen. Zu dir komme ich noch.
Zero da ist gewichen. Was? Also das, ich muss wahrscheinlich nach oben gedrückt halten, damit das zählt. Ich könnte es mal mit der Axt versuchen. Oh nein, was ist denn jetzt los? Achso, L2 wieder. Die sowieso keinen Sinn macht bei mir. So. Nach einem Treffer bin ich sowieso down eigentlich. Wobei, mit der Axt könnte ich es versuchen. Und dieser scheiß Drache! Fick dich! Jo. Jetzt sterbe ich wieder! Weil diese scheiß Ziege mich gehittet hat. Und das hat mich aus der Konzentration rausgebracht. Hoho! Da staunst du, hä? Oh, der Behemoth! Yeah. Oh, der war auch nice. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wie ich diesen scheiß Behemoth ausweichen kann. Ich hab ihn geschafft! Okay, immer noch neu live. Okay. Weihwasser könnte sich anbieten. Falls dem so ist. Hallo Dracula.
Ja, ich weiß nicht mal, wie ich ihn treffen soll. Ach doch, der Kopf. Und dieser Spatzenden ist auch nur alle Jubeljahre mal schwach. Ja. Das war extra. Ja, Dracula ist auch nur alle Jubeljahre mal wirklich schwach. Sag nur Aria of Sorrow. Ja, wo ist denn seine verfickte Hitbox? Ja, ich kann ihn nicht ausweichen. Das ist die Scheiße. Ja! Und der hat genau diese Scheißlache drauf wie ein Dracula X. Ist doch nicht zu fassen. Na gut, ich werde ihn auf Distanz bleiben. Ist okay. Wenn ich den natürlich auch mal treffen würde. Damage ist ja übel von ihm. Ja, was? Ich hab doch getroffen. Ja, seine scheiß Kralle hat mich noch getroffen. Ist logisch. Die ersten Stages waren total okay. Aber ab der vierten schon bezahlt. Ja, das war so klar. Der ist viel zu schwer. Ohne Witz. Bei denen ist der in Dracula X inzwischen Pussy. Ja, du kannst mich töten. Ist okay. Ich habe sowieso die ganze Energie wieder verloren. Nö, in Dracula X taucht er wenigstens erstmal auf. Wartet erstmal 2 Sekunden, bis ich ihn überhaupt treffen kann. Und dann greift er an. Aber hier ist er wirklich viel zu schnell beim Angreifen. Ich komme da nicht mit.
so getroffen! Nein. Da, wo du stehst, bist du gut. Ja, voll in die Ecke drängen. Wie unfair ist das denn? So ein Ranz, dieser Kampf hier. Und dabei weiß ich gerade noch nicht mal, ob es in der Remastered-Version besser war. Also auf der PS4. Er hat mich schon wieder getroffen, das gibt's nicht. Was hat dieser Typ für eine Trefferquote? Das gibt's nicht. Warum duckt er sich nicht, wenn ich nach unten drücke? Jetzt habe ich wieder nicht getroffen. Ja, klar. Musste er mich noch treffen. Aber da, wo du stehst, ist gut. Yeah.
Yo! Totes Dracula. Once again, the blood of Belmont has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. Death to you! The world is not yours to exist in! It is not by my own power that I am resurrected. It is the greed of humanity which calls me back. And thus, by might, I rule. Might becomes the one and only justice in this world. Of all the self-serving claptrap! The same basic fate drives all people to seek, to come together, to move forward. That surely can't be an evil thing. And yet, here I am. Do you not have any desires? Well... It is by your desires that you humans prosper. And it is your faith which has ruled you. Considering that, can you really call me evil? But people cannot be ruled by power alone. The sacred, the honorable, the loved, those things can rule humanity. Something evil will eventually fall to ruin! I see. Perhaps you're right. We shall meet again, Blood of Belmont. Was ist jetzt das Übliche, das Schloss schützt ein? Ja, somit haben wir Rondo of Blood erstmals durchgespielt. Aber soweit ich weiß, aus einem Let's Play meines ehemaligen Kollegen gibt es noch weitere Level. Aber dazu müssen wir erstmal Maria retten. Das machen wir im nächsten Part auf jeden Fall. Da habe ich nämlich das Schlüssel-Event in der zweiten Stage so verkackt. Aber das wird auf jeden Fall nachgeholt. Und dann gucken, was uns noch erwarten wird. Das Let's Play ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Ja, wie end. Aber wie gesagt, das Let's Play endet auf jeden Fall noch nicht. Auf jeden Fall haben wir noch nicht die 100%. Ja. 62% haben wir schon. Aber jetzt können wir auch Stage Select.
Aber ich werde das mal mit Maria noch in diesem Part machen. Auch wenn der Part völlig überzogen ist. So, du stirbst. Aua. So. Deine nächste Tür wird es sein. Da kommt nämlich dieser scheiß Behemoth. Ja, komm schon. Es kann doch nicht sein, dass ich heute alles verkacke hier. So, dann müssen wir auf jeden Fall runter. I am Richter Belmont, vampire hunter. And you are? My name's Maria Renard. I heard all about you from Annette. I came here to beat some bad men, but I got caught. My family are vampire hunters too, so I guess that means we should be friends now. Sure, friends. But Maria, you're too young for this. You just let the big hunter here take care of that bad man, okay? Oh, you don't know anything. I can handle this just fine. Yeah. Diese Szene finde ich tatsächlich ein bisschen funny, aber ich werde jetzt einfach Game Over gehen. Damit wir eben saven können. Oh.
trifft sich gut. Was, ich hab noch ein Leben? So. Und der Part geht jetzt auch eine gute halbe Stunde jetzt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt den Part beenden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.